Bonjour la classe. Ich möchte euch heute zwei Verben vorstellen, zwei wichtige Verben. Das erste Verb wäre vivre. Das heißt leben. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie die Formen heißen. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons. Vous vivez, ils vivent. Eigentlich ganz einfach, denke ich mal. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr die Formen einfach richtig macht. Jetzt machen wir den Imperativ dazu, das heißt die Befehlsform. Lebe, das heißt wie. Leben wir, lasst uns leben, das heißt vivons. Lebt, leben Sie, also auch die Höflichkeitsform, heißt vivez. Das wäre der Imperativ. Gut, wo es jetzt schwieriger wird, und da müsst ihr richtig aufpassen, ist beim Passé Composé. Da heißt nämlich die Form j'ai vécu. Also, ganz große Ausnahmeform vécu. Dann macht ihr das imparfait. Je vivais. Ihr kennt die anderen Formen dann, das geht regelmäßig durch. Und jetzt noch das futur simple. Je vivrai. Ich werde leben. Das wäre jetzt soweit das Verb vivre. Jetzt schauen wir uns das nächste an. Das wäre das Verb mourir, das heißt sterben. Da wird es jetzt schon gleich im Präsens anders oder unregelmäßig. Das heißt nämlich je meurs, ich sterbe. Tu meurs. Il meurt. Und jetzt kommt wieder die ursprüngliche Form, nous mourons. Vous mourrez. Il meurt. Ihr müsst also sehr gut aufpassen auf die erste, zweite, dritte und dann auf die dritte Person Plural. Wir schauen uns den Imperativ an. Stirb, meurt. Das sind jetzt alles nicht so schöne Ausdrücke. Oder lasst uns sterben, sterben wir, mourons. Oder sterbt, sterben Sie, Höflichkeitsform, mourez. Das wäre also der Imperativ. Jetzt machen wir den Passé Composé. Das Passé Composé ist jetzt mit être verbunden. Und deswegen heißt es il est mort. Und dann weiß man ja, wenn also ein Passé Composé was mit être verbunden ist, muss ich auf die Angleichung achten von dieser Form hier. Also das wäre das Partizip Passé. Und zwar heißt es im Weiblichen dann elle est morte. Dass man hier also wirklich das angleicht. Gut, jetzt machen wir das imparfait. Es würde heißen, je mourrais, ich starb. Und beim futur simple heißt es, je mourrai mit zwei R. Ich werde sterben. Also da musst du noch mal richtig aufpassen. Diese Form hier muss man gut lernen. Gut, das wäre es soweit. Merci beaucoup, la classe. Au revoir.